Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. In der letzten Folge waren wir in Aerith House, um zu gucken, ob es Marlene gut geht. Marlene geht es gut. Wir haben jetzt ganz offiziell in Erfahrung gebracht, dass Aerith vom alten Volk ist und sie die letzte Überlebende ist und Shinra und die Turks hinter ihr her sind. Und jetzt gehen wir aber erstmal zurück. Aerith entführt, egal. Wir gehen erstmal zurück zu den Slums von Sektor 7 und gucken da nach den Rechten, helfen bei den Aufräumarbeiten mit und so weiter, weil Plattformen herabgestürzt. Ganz viel Chaos. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Genau. Ich habe jetzt überhaupt nicht darauf geachtet, was in dieser Kiste war. Übrigens, wow. Ich habe mich nicht erschrocken. Wie kommst du darauf? Untersuchen zu Suchstätzchen. Ja. Nice. Ist da sonst noch jemand? Hier. Lass meine Tiefe in Ruhe. Du kleine... Ein gutes Team, Barrett. Ja, du kleine Sackratte. Du bringst mich in Verlegenheit. Warte mal kurz. Ja gut, geht beides, ne? Ich glaube, ich gehe mal erst hier durch den Tunnel und stelle fest, dass hier keine Kiste oder so war. Ja, nieder mit Shinra. Die Monster haben sehr viel mit Shinra zu tun, Barrett. Ja, aber man kann ruhig mal die Wut an denen auslassen, ne? So, Chakral hat die nächste Stufe erreicht. Nice. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, MP-Heilung, supi. Toll. Beide Wege sind absolut nutzlos. Gut. Weißt du auf jeden Fall Bescheid. Hallo. Die sollen ruhig kommen. Ja, kommt ruhig. Warte mal, ich muss vielleicht auch öfter mal Analyse machen. Da, na toll. Einfach. Wo war das? Hier, ne? Einfach damit wir verschiedene Typen und die Kampfberichte und so machen können. Ja, interessiert mich nicht. Nein, lass das! Auf jeden Fall geht die Untersuchung voran, haben wir gerade rechts im Bild schon gesehen. So, bam! So, wie erhöhe ich denn eigentlich den Schockwert auf 200%? Kann mir das jemand verraten? Das wäre interessant zu wissen. Ich habe Limit. Okay, ich mache aber hier nochmal Analyse. Auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher gehen, genau. Die Kreatur dreht sich, oh mein Gott. So. War das etwa schon alles? Ja. Tut mir leid, Barrett. Wir sind einfach zu gut. Oh, ob wir hier unsere alten Freunde wiedersehen? Diese komischen Banditen da? Das wäre doch verdammt lustig, oder? Hätte ich Bock drauf. Wieso ist hier nichts? Warum ist hier keine Kiste? Das ist doch prädestiniert dafür. Verstehe ich nicht. Komisches Game Design. Hallo. Oh. Hello. Na? So, ich möchte dich gerne direkt analysieren. Einfach, weil ich da jetzt voll drauf bin mit den Kampfberichten, das hinzukriegen. Achso, es werden direkt beide analysiert. Ah, okay. Ja gut. Wirksam ist auf jeden Fall Blitz. Dankeschön für die Info. Ich bin vergiftet, verdammt. So, hab ich denn überhaupt Blitz? Nee, Aero habe ich. Ja, bei ihm geht gerade gar nichts, aber bei... Nee, warte, das ist Cloud. Tiefer. Bei ihr geht gerade auch nichts. Was ist los mit euch? Na gut. Wir kriegen das auch so hin, ne? Ach, die ATB-Balken waren nicht voll, deswegen. Boah, du hast echt viel. Ich glaube, Blitz hat tatsächlich... Barrett? Ja, da. Guck mal. Let's go. Oh, oh, oh. Nicht gut. Hast recht. Nicht gut.
Du kannst heilen, ne? Ja, hier. Nicht gut. Übernimm du. Huh? Feuerstoß, Angriff. Yay. So, er ist gerade im Schock, aber ich krieg die Schockleiste nicht höher. Oh, auf jeden Fall ist er niedergemacht. Smogger, jetzt bist du dran. Smoggern! Ich könnte noch mal Blitzer machen, aber ich glaube, Blitz reicht aus. So. Bam. Geschafft. Ich muss auch noch... Oh, Selbstzerstörung. Geh mal... Au. Ich wollte gerade weggehen. Autschen. So, einmal einen Supertrank für Tifa, bitte. Ja, Cloud kriegt auch noch einen spendiert. So, Tifa. Du kannst Vita. Du kannst das auch gerne benutzen, wenn du möchtest, okay? Im Kampf. Ja? Ja? Machst du das? Machst du das? Machst du das? Okay. So, 13 von 17. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Hier zwei Arten muss ich noch analysieren. Sämtliche Magie-Materia. Na gut. So. Guten Tag. Ah, es gibt mehrere Wege. Ach so. Okay. Dann gehe ich erst den Schlangengang hinter mir. Ah, Freunde! Na? Oh, ich habe mich vermisst. Stufe gestiegen. Yay. Leider ohne witzige Sequenz. Schade, schade. Das hätte mich gefreut. Wenn die noch irgendwas Lustiges abgelassen hätten. Warte, wie weit geht denn der Gang hier? Oh, ich bin den falschen Gang. Ah, ich wollte hier kurz rein. Moment. Ich muss nochmal zurück. Muss nochmal kurz zurück. So geht das nämlich nicht. Hier kurz rein. Ah, genau deswegen. Plattenschutzreif, dankeschön. Die Platte von Sektor 7 hätte mal besser geschützt sein sollen. Hat sie nicht gesagt. Guten Morgen! Hier laufen ein paar Gangster rum, ne? Hallo, Cloud. Da ist der Gegner. Cloud, hör auf, Wände zu hauen. Furchtbar. So, Barret hat auch die nächste Stufe erreicht. Guck mal. Barret, mein Trommelfell. Ja, Barret ist immer ziemlich laut, ne? So, einmal Eta. Sehr nice to have. Ach ja. Ah, hier im Tunnel waren wir auch schon mal, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob genau dieser Tunnel... Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Weg Zoll fällig. Auf jeden Fall waren wir mal an einem, so. Mit Schienen und so. Hallo, hörst du mal bitte auf? Lass das sein! Kennst du die? Nein. Er kennt sie. Südlich, klar kennen wir uns! Nein, wir kennen uns nicht! Ui! Einfach weil ich es kann. Ey, lässt du meine Tifa in Ruhe? Okay. Aua? Bist du von Slipknot oder was? Schlitzattacke. Kommt der hier direkt mit dem Messer, weißt du? Hier, kriegst du einen Mutangriff. Hat der getroffen? Ja, hat er. Okay. Jetzt gebe ich alles.
Der El-Gigante. El-Gigante ist jetzt ganz klein. Das war ein gutes Training. Ja. Ich heil mich mal. Na, guck mal, ich habe einen kleinen Mini-Heiltrank bekommen. Sehr süß. Das ist aber schon wesentlich besser. So. Ich habe so viel davon. Da muss man ja nicht MP verschleudern. Ja, komm, du kriegst auch was. Da, bitteschön. Mama Cloud hat euch versorgt. Gravitationssphäre, okay. Da war das der Tunnel, wo wir dann wirklich über den Spielplatz wieder rauskamen? Wir sehen es gleich. Mann, das waren ganz schön nervige Kreaturen. Kreaturen. Menschen. Kreaturen. Oh, ich habe die Gangster jetzt gar nicht... Aua. Gar nicht analysiert, ich Eumel. Ah. Claudi. Cloud. Ja, fand ich auch ziemlich hässlich. Darf ich mal bitte? Nee, darf ich nicht. Okay. Weil ich schon wieder... Tifa, könntest du bitte? Aua! Mann, was ist denn hier los? Was wollte ich machen? Ach ja, Analyse. Auf Nummer sicher. So, hier, guck mal. Kurzer Kapfelkinwechsel ist in einen gestärkten Zustand, der beendet wird, sobald ihm eine bestimmte Schadensmenge zugefügt wird. Okay, Eis ist wirksam. Alles klar. Ach, guck mal, ich musste noch eine Art analysieren. Dann haben wir das mit dem Kampfbericht auch geschafft. Du verschlingst hier niemanden. Ciao. Ah, da ist ja noch einer. So. Nice. Sieg! Mein Trommelfell. Kann man hier runter? Nein. Okay. Wäre auch cool für ein Versteck gewesen. So, hier sind wir wieder bei den Kränen. Ah, okay. Da, seht mal. Wo? Oh, frische Luft. Hab beinahe etwas Angst, was uns in Sektor 7 für einen Anblick erwarten könnte. Tiefer. Gehen wir. Was muss, das muss, ne? So, einmal gar nichts bekommen. Sehr schön. Kann man auch mal machen, ne? Mal ein bisschen der Gier entgegenwirken. Der Item-Gier. Hallo. Was meinst du? Können wir hier durch? Nee, da soll es wilde Kreaturen geben. Ja, würde ich nicht empfehlen. Wilde Kreaturen wie Gangster und Banditen. Ah, hier, der Spielplatz. Oh Gott. Oh. Weimar! Oh. Du lebst! Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Wir brauchen alle, die noch anpacken können. Okay, hier bin ich. Oh, die Kleine, die Aerith gerettet hat. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Der geht es gut. Ganz bestimmt. Hm. Komm, wir ruhen uns mal aus. Ein paar TP können wir gebrauchen. Oh, wir können wieder eine Platte kaufen. Ein bisschen Musik. Juhu. Wo ist denn der Dings? Wer weiß, was kommt. Man ist besser gut vorbereitet. Ja, allerdings. Zeig mal, was du hast. On our way. Das möchte ich bitte haben.
Und davon hole ich auch mal zwei. Schön aufpassen da draußen. Yep. Unterwegs nach Sektor 7? Mhm. Ja. Müsst du noch etwas holen? Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. Zeig mal her. Knallprotz. Ah, nice. Das nehme ich mit. Neue Waffen sind immer gut. Gothic Armreife oder Gothic, sagen manche auch. Ja. Ich spare immer noch auf das Amulett. Das könnte ich mir jetzt leisten. Also kaufe ich das. Mann, wieso habe ich immer zu wenig Geld? Viel Glück. So verschwenderisch bin ich doch eigentlich gar nicht. So, dann schaue ich mal kurz rein. Barrett. Hier beim Sturmgewehr muss ich noch das Avalanche-Credo lernen. Da sollte ich das vielleicht auch mal anwenden. Ich glaube, ich mache ihn jetzt erstmal als Anführer für die weiteren Kämpfe. So, Mithril, Armband. Einmal kurz durchgucken. Hä, wieso hat sie da nichts drin? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wann habe ich das denn gemacht, dass da nichts drin ist? So, reift der vollen Kraft. Warte. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Machen wir so. Habe ich das vielleicht irgendwo rausgenommen bei der Ausrüstung von jemand anderen? Das wollte ich nicht. Aber jetzt ist bei jedem alles drin, ne? Hier. Ja, alles supi. Hier, Knallprotz. Maximale Wut kann ich da lernen, aber ich muss erstmal die anderen zwei Sachen lernen. Okay, pass auf. Wir machen Barrett zum Anführer. Wie sieht's aus mit Waffenmodifikationen? Bei Barrett kann ich was machen. Ja, ja. Organisatorisches muss hier auch sein. So, was machen wir denn hier? Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Gib mir das. So. Hier habe ich alles, hier habe ich alles, hier nicht. Zusätzliche Materia-Slot finde ich natürlich sehr schön. Wo ist es denn? Da. Dankeschön. Yes. Das ist ja das, was wir neu haben. Dann gehen wir erst die ersten zwei Teile komplett durch. TP Maximum plus 250. Materia-Slot. Physische Attacke plus 8. Magische Attacke plus 10. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, TP Maximum plus 250. Genauso wie hier. So, dann ist hier alles voll. Was haben wir hier? Schaden Subspirit. Bei niedrigen TP Heilung 50%. Ich weiß nicht, warum ich das so durcheinander lese. Einfach so. Einfach so. So, nehmen wir das erstmal. Alles klar. Ich möchte die Schnelligkeit, bitte. So, dann sind wir hier jetzt erstmal durch. Ich meine, die haben auch noch Sachen, aber das haben wir ja gerade nicht ausgerüstet. So, wo wollte ich hin? Die Sorgen hören nicht auf. Ja, die Sorgen hören nicht auf, das stimmt. Am besten gehe ich mal dahin, wo ich hin muss. Die Sorgen hören nicht auf. Und zwar hierhin. Ja,
Ab in den Tunnel. Ih, Mäuschen. Ab hier. Klettern wir hoch. Okay. Kriechgang nach oben. Verdammt! Warum musste das geschehen? Huch! Oh mein Gott! Ich wäre jetzt nicht so gerne in einem Tunnel. Oh. Und wieso kommentiert das... kommentiert das keiner. Da vorne ist schon Sektor 6. Und was ist mit Mama? Oh. Ach Mann. Was bleibt uns jetzt noch übrig? Das Haus, das Geld. Unser ganzes Leben ist in Sektor 7. Aber wenigstens leben wir noch. Und jetzt komm, weiter. Ja, nimm dich noch nicht, du Arbeiter. Du hättest mich in den Trümmern zurücklassen sollen. Hey, sag doch nicht sowas. Ja, sag doch nicht sowas. Ich bin immer irgendwie durchgeschlagen. Oh mein Gott. Da hast du recht. Viel Geld hatten wir eh nie. Und das Haus war eine Bruchbude. Ihr habt euch. Alles andere ist materiell. Ah. Das war näher als vorhin. Hey! Ja, schreit er noch ein bisschen. Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Ach so. Ich dachte nur wegen Einsturzgefahr und so, ne? Alles weg. Nicht aufgeben! Weiter! Hoch. Das ist zu schwer! Wir helfen euch. Male! Ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Ein Glück. Vielen Dank. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Los, antwortet! Zu Hause ist, wo das Herz ist. So ein schöner Satz. Und was für eine Katastrophe hier. Die ganze Platte einfach weg. Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene wohl auf ist. Ja. Yep. Ich wollte mit dem Wackeln nicken simulieren, hat nicht ganz geklappt. Ist hier jemand? Hallo! Willkommen. Wir sind hier, um euch zu retten! Ach so, ich dachte, ihr braucht Antwortet, Hilfe. Antwortet, wenn ihr uns hören könnt! Sind hier noch irgendwelche Überlebende? Hallo! Scheiße. Tiefer.
Weg da! Ah! Scheiße! Die gehört Wedge. Was? Hinterher! Oh bitte, oh bitte, oh bitte! Auf drei! Eins, zwei... Moment, bin soweit. Drei. Lauf, Cloud, Mann! Warum ist der immer so gemütlich? Katja? Ja, komm. Ist das hier Wedges zu Hause? Bitch? Bitch? Hey. Ja. Ah, okay. Schon unterwegs. Nur noch einen Moment. Wo bin ich denn hier gelandet? Hier stinkt's nach Shinra. Oh. Wedge? 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 Oh mein Gott! Ausgerechnet jetzt! Wieso passiert denn eine Katastrophe nach der nächsten? Tifa! Cloud! Antwortet mir, wenn ihr mich hört! Hey! Okay, wenn während der Steuerung von Barrett ein Fadenkreuz angewendet wird, gibt es in der Umgebung ein Hindernis, das zerstört werden kann. Visiere das Hindernis an, um eine Zielmarkierung anzeigen zu lassen. Okay, wie visiert man nochmal an, verdammt. Zerstöre es dann mit Viereck und setze deinen Weg fort. Hat Barrett eine Nahkampfwaffe ausgerüstet, kann er das Hindernis nicht zerstören. Wechsle in dem Fall die Waffe. Er kann auch Nahkampfwaffen benutzen? Okay. Wenn es keinen Weg gibt, dann schaffe ich mir einen. Genau, Barrett, genau. Aber Wedge, wir haben Wedge gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also halbwegs zumindest. Aber gut, wir sind hier schon wieder am Ende der Folge angelangt. Oh mein Gott, wie schnell das immer geht. Es passiert so viel. Und zurzeit ist auch alles eigentlich eine Katastrophe. Aber ja, was willst du machen, ne? Ja, viel mehr Geld als vorhin habe ich eh nicht. Also brauche ich hier eigentlich gar nicht reingucken. Das Gute ist, wenn hier unten Monster sind, kann ich Barretts Fähigkeiten endlich mal erlernen und aufbessern. Genau, das machen wir beim nächsten Mal dann, falls es hier Monster oder sowas gibt. Also dieser Untergrund unter den Slums ist schon sehr, sehr suspekt. Das ist sus. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, vor allem Northstar und Mikeson, die mich finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.